Hallo und herzlich willkommen bei Tech Bros. Im heutigen Video das Unboxing zu FIFA 15. Es ist endlich draußen und endlich seit 2011 mal wieder mit der türkischen Super League. Für manche von euch vielleicht nicht so interessant, aber für meine türkischen Kollegen und Freunde natürlich ein super Feature. Endlich mal wieder, dass wir mal türkische Derbys wieder anstellen können. Und ja, FIFA 15 draußen auf dem Cover Messi zu sehen. Hier zeige ich euch mal schnell die Daten. Vielleicht nicht so schlau in der Folie, aber ein Spieler 1 bis 4 im Offline-Mode ist klar. Mindestens 19 GB an Festplattenspeicher wird benötigt. Vibrationsmodus ist klar. Es unterstützt Remote Play, das heißt, ihr könnt es mit eurer PS Vita spielen bei Bedarf. Und Full HD 27p ist auch klar. Feel the Game. Neuerungen beim Auspacken kann ich euch erzählen. Und zwar bessere Schusstaktik. Die ganzen Torwärter haben viel besseres Feeling, es ist alles viel authentischer, viel echter und ja, auf jeden Fall soll es eine super Weiterentwicklung zu FIFA 14 sein. Hoffen wir, es wird uns nicht enttäuschen und es wird klasse Spiele geben. Und ja, dann packen wir das Ganze mal aus, ist was drinnen, nur die Disc mit einem Stadion abgebildet. Hier haben wir Gebrauchsinformationen und hier FIFA 15, ich schaue mal, ob das ein Code ist, nein. FIFA 15 Ultimate Team, beliebtester Modus in EA Sports FIFA. Das ist wirklich ein ziemlich cooler Modus für Leute, die es noch nicht ausprobiert haben. Also jetzt mit FIFA 15 werde ich es auch ausprobieren. Ultimate Team. Auf jeden Fall eine tolle Sache. Und ja, das soll es gewesen sein. Schauen wir uns das nochmal an hier im Nahen. Nichts Spannendes, aber das Stadion abgebildet, FIFA 15. Sonst gibt es was Interessantes, schauen wir mal. Die Authentic Player Modus stellen die Spieler noch genauer dar. Die Total Ball Control ermöglicht mehr Ballkontrolle und bessere Dribblings. Neu in FIFA Ultimate Team sind Leihspieler, Friendly Seasons und das Dream Squad Tool. Stimmt, ihr könnt euch Spieler ausleihen, das ist ziemlich cool. Ihr habt Messi für 5 Spiele, wenn mich das nicht täuscht, also ungefähr. Wenn es nicht stimmt, korrigiert mich in den Kommentaren. Lasst mich in den Kommentaren noch wissen, ob ihr euch FIFA 15 geholt habt. Und ich freue mich schon, mit ein paar von euch werde ich bald Spiele veranstalten. Da kommt auch noch ein Video dann dazu. Und ja, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.